Kasper, 10 Jahre alt, behauptet, ich erkenne jeden englischsprachigen Titel nur anhand einer Zeile der deutschen Übersetzung und bin darin besser als Barbara Schöneberger. Klein gegen groß. Auf los geht's los. Die erste Songzeile. Schule ist aus für den Sommer. Das bedeutet School's out for summer und ist von Alice Cooper, School's out. School's out von Alice Cooper, sagst du? Und ich sage, das stimmt. Und hier, wunderbare Bilder. Wir haben da ganz tief im Archiv gekramt und die ganzen alten Videos hervorgeholt. Den Friseur kenne ich, der hat mich auch schon mal fertig gemacht. Ja. Erster Punkt für Kasper. Blond steht dir besser. Erste Frage für Barbara. Die Textzeile. Ich sehe die kleine Silhouette eines Mannes. I see the silhouette of man. Das ist Queen Bohemian Rhapsody. Sagst du? Das ist richtig. Das ist richtig, sagst du. Ich sage, das stimmt. Erster Punkt für Barbara. Das waren noch Zeiten, oder? Das war wahnsinnig bekloppt. Also das ist wirklich, musst du auch als Kenner jetzt mal sagen, das ist wirklich mit Abstand der bekloppteste Text, den ich so kenne. Oder? Ich sehe eine Silhouette eines Mannes. Ja, also das und überhaupt der ganze Zusammenhang. Scaramouche, Scaramouche, Galileo, Magnifico. Sie haben ja auch gesagt Raps. Und Raps sind ja, manchmal haben sie keine Bedeutung. Also wenn ich mir die neuen Raps anhöre. Ach so, das ist genauso schlimm. Das ist hier, das ist da, das ist bla bla bla. Ja, das waren die Raps. Also insofern sehnt man sich manchmal nach den 70ern zurück. Ja. Ja. Gut, nächster Titel für Kasper. Beide haben einen Punkt. Kasper, deine Textzeile lautet: Ich wünschte, du könntest schwimmen. Sprach der Bademeister. Kann das übersetzen? Das ist. I wish you could swim. Das ist von David Bowie, Heroes. David Bowie, Heroes? Das stimmt. Das ist richtig. Es gab ja mal von David Bowie so eine Berlin-Trilogie und im Rahmen dieser Trilogie ist das Lied auch entstanden. Mhm. Ja, zweiter Punkt, Kasper. Barbara, ja. Nächste Zeile für dich. Jetzt wird's echt schwierig. Auf Deutsch, Achtung. Mama, nimm dieses Abzeichen von mir. Mama, take this badge from me. La, 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 la. Ist das nicht auch? Ist das nicht auch Bohemian Rhapsody? Ich sag nur, ich weiß es. Du sagst gar nichts. Weder was Falsches noch. Also, wenn ich dir einen Tipp geben darf, wenn du vorsagst, dann natürlich falsch. Hm? Na, ich wollte nur sagen, ich weiß die Antwort. Ich Ach, möchte sie nur reizen, damit sie es Ach so, mehr du willst sie nicht unter Druck setzen. Du wolltest nur mal schon mal sagen.
Mama, nimm dieses Abzeichen von mir. Mama, take this badge. Nee, ganz falsch. Mama, take this badge from me. I can't make it anymore. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Ja. Sehr einfach im Text sonst. Ich glaube, sehr viel mehr kommt auch nicht vor. Mhm. Deswegen wundern wir uns alle, dass es so lange dauert. Ja, Entschuldigung. Aber der Titel alleine reicht nicht. Knocking, knocking, knocking on heaven's door. Bob Dylan. Bob Dylan, knocking on heaven's door? Ja, richtig. Stimmt. Ja. Nächster Punkt für Barbara. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan, knocking on heaven's door. Es hat übrigens ein paar Jahre gedauert, bis man wirklich herausgefunden hat, was er wirklich singt. Ja, der und Grönemeyer haben sich ja beim Logopäden damals kennengelernt. Ja, ja. Okay, nächster Punkt für Barbara. Es steht 2-2. Kasper, es wird langsam ernst. Hier ist die nächste Textzeile. Hab einen Tiger in meinem Tank. Got a tiger in my tank. Das hätte ich auch noch gewusst. Und davor kommt I got money in my pocket. Mhm. Ja. Tiger in my tank. Got money in my tank. Das ist David Dundas. King of the Jeans road. On. Jeans on. Von? David Dundas. David Dundas, Jeans on, sagst du? Ja. Das stimmt, Kasper. Richtig getippt, richtig gewusst. Punkt für Kasper. Mama und Papa sind völlig aus dem Häuschen. Ja, so, Barbara, du könntest jetzt ausgleichen. Schaffst du es ein Stechen? Es ist Zufall, ich sag's vorweg. Okay. Nicht, dass du wieder irgendwelche Hintergedanken hier vermutest. Deine Textzeile lautet: Gepökeltes Schweinefleisch Nut und Rüben. Nutbush City. Hm? Nutbush City Limit, weiß ich jetzt schon. Ja? Ja, so ein Schwachsinn kommt nur in einem Lied vor. Da geht es auch noch um geröstete Kartoffeln oder irgendwie so. Und man darf nur 25 km/h fahren in der Straße. Das ist auch einer der meiner Top-Favorite 70s Texte. Nutbush City, City Limit, Ike und Tina Turner. Wir gucken drauf. Ja, auf das ist auf jeden Fall richtig. Die ist doch super. Ich mag, wie sie tanzt. Ich auch. Ich finde die so spitze. Tina Turner und Joe Cocker. Weil man da keine Laufmaschen drin kriegt, hat sie mal gesagt. Eine praktische, auch noch praktische Tipp am Rande, ja. So am Samstagabend. Ja. Auf jeden Fall richtig. Ausgleich 3-3. Und die letzte Zeile für dich schon, Kasper. Wenn die stimmt und Barbara dann auch richtig antwortet, dann gehen wir ins Stechen. Ja, jetzt kommt es drauf an. Wird natürlich auch nicht einfacher. Achtung, auch für Sie zu Hause. Ging morgens raus und konnte meinen Augen nicht trauen. Das Lied mag ich ziemlich gerne, weil der Text danach ist total lustig. Jedenfalls ist es schon mal Message in a Bottle von The Police, weil er ist auf einer Insel gestrandet, hat sich gerettet und er sendet eine SOS an die Welt, damit er gerettet wird, weil er alleine ist. Und am nächsten Morgen wacht er auf und dann sind da 1 Million Flaschen
an dem Strand und von allen Leuten, die auch gestrandet sind und alleine fühlen. Mhm. Und sich alleine fühlen, das ist total lustig. Hat er beim Versenden der Nachricht nicht auf den Verteiler geachtet? Ja, hat es an alle rausgeschickt. Ja? Ja. Okay, the police message in a bottle, das stimmt. Von 1979. Hättest du gewusst? Wie? Hättest du gewusst? Ja, nein, hätte ich nicht gewusst. Nein, ist nicht gut. Hätte ich nicht gewusst. Jetzt gilt's. Entscheidende Frage an Barbara. 4-3 für Kasper. Barbara, die nächste Textzeile musst du kennen. Du musst Titel und Interpret richtig benennen. Dann steht's unentschieden, dann gehen wir ins Stechen. Achtung, hier kommt sie. Nach 2 Tagen in der Wüstensonne. After, wer weiß es? Publikum? Es gibt einmal After 2 Days und dann gibt es noch mal ein anderes Lied. Die andere Strophe geht dann After 9 Days in the Desert Sun. Also die Zeile heißt nach 2 Tagen in der Wüste. After 2 Days in the Desert Sun. Guck mal hier ins Publikum, wer weiß es? Nicht sagen, nur mal Handzeichen. After 2 Days. Das heißt... Deine Eltern wissen es überraschenderweise, Kasper. Horse with No Name, und die, aber wie die Band heißt, weiß ich nicht. Wie heißt das Lied? Horse with No Name, aber ich weiß nicht, wie die Band heißt. Keine Ahnung. Nein. Möchtest du raten? Nein. Hm? Das wäre jetzt, glaube ich, würde die Sache unnötig verlängern. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Band heißt. Kein Plan? Kein Plan. Darf ich ihr einen Tipp geben? Nein. Hm. Finde ich auch. Okay. Also. Ich wollte gerade sagen, manchmal hat der Bandname ja damit etwas zu tun, wo die Band herkommt. Marokko? Genau so. Ja, so heißt die Band. Es ist a horse with no name and die Band heißt... Amerika. Oh nein! Amerika! Das heißt, Kasper gewinnt das Duell mit 4-3. Du weißt ja wirklich alles. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter. Und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.